Hier meine Freunde, Farid am Start. Ich bin heute mal außer Haus und zwar bin ich mit meinem i30. Genau. Ich bin bei meinem Aufbereiter des Vertrauens. Der Wagen ist noch nicht komplett durchrepariert, aber ich wollte ihn jetzt schon mal, weil mein Aufbereiter jetzt gerade eine Lücke hat. Und ich wollte, also das heißt eine Lücke. Er hat immer viel zu tun, aber er meinte, ey, wenn du willst, bring den Wagen vorbei. Wir bereiten ihn einmal auf. Ja, ich habe auf jeden Fall ein, zwei Stellen, die ich halt unbedingt weg haben möchte, weil es halt nicht so schön aussieht. Die könnt ihr ja mal kurz zeigen. Unter anderem das. Aber ja, genau, aber es ist von innen. Aber ich würde gerne euch mal jemanden vorstellen. Und zwar, ich habe hier welche. Genau, von Diamond Car Clean. Hi. In der Huttenstraße 50. Ich habe ja übrigens hier gearbeitet nebenan. Da hatten wir auch schon mal ein Video gemacht. Und hier ist halt direkt nebenan auf dem Hof eine Aufbereitungsfirma. Genau, mit ihm würde ich jetzt einmal durchgehen, was machbar ist, was nicht machbar ist. Wir haben jetzt hier, also das Problem habe ich ja gerade schon erwähnt. Mit der Scheibe hier, ich weiß nicht, was es ist. Weißt du ungefähr, was das sein könnte? Weil das ist hier auch an der Stelle rau, man hört es, glaube ich, auch. Ne? Ja. Und das ist von innen und nicht von außen, weil außen ist glatt und hier drin ist halt rau. Also ich sag dir erstmal, was mir auffällt, wo ich sage, so, ey, wäre cool, wenn du das hinkriegst. Und danach kannst du ja sagen, was man noch so als Pflege machen kann. Eine ganze Menge. Es ist jetzt hier kein bezahltes Video oder so, wo, weißt du, das ist jetzt hier einfach freie Schnauze. Ich habe Bock auf das Video. Ich meinte, ey, komm, machen wir ein Video mal zusammen. Und ich bin halt gespannt, weil gerade bei so einem Oldtimer muss man, denke ich mal, anders rangehen als bei neueren Autos. Definitiv. Weil bei neueren Autos ist es wahrscheinlich einfacher als bei älteren Autos, weil es gibt ja hier auch Dreck wahrscheinlich. Die brauchen halt mehr Liebe, ne? Ja. Guck mal, und zwar hier, den Fleck hier unten. Ja. Weil hier war keine Fußmatte drin. Jetzt ist im Teppich halt, ja, sieht halt ein bisschen fleckig aus, der Teppich. Ich weiß auch nicht, wann das letzte Mal das gemacht wurde. Das kriegen wir hin. Hast du auch so einen Nasssauger oder wie machst du das? Wir haben Nasssauger, wir haben die passende Chemie dafür. Hm. Wir werden das ordentlich bearbeiten, schamponieren. Hm. Wir werden das auslüften lassen, trocknen lassen. Hm. Und gucken, wie oft wir halt diese Vorgänge nochmal wiederholen müssen. Ja. Dein Leder wird gereinigt. Leder, genau, weil ich weiß nicht, es ist so genau, trüb, ne? Genau. Aber hier sieht man es ja gut auch, weil das, definitiv. So, das ist so trüb, das ist jetzt, also. Das werden wir wieder schön schick hinbekommen. Die Ledersitze werden gereinigt werden, dann mit Lederpflege nochmal behandelt. Jetzt nur eine Frage, diese, die sind ja so rissig. Aber wird es mangelnde Pflege halt. Die werden die Risse jetzt, sage ich mal, nicht mehr so sichtbar? Oder sieht man die denn, also das ist halt, ja hier auch, also klar, du kannst ja nicht. Sichtbar werden die trotzdem sein, weil wir färben ja nicht das Leder, ja, wir reinigen das Leder intensiv ja. Und werden das dann mit der Lederpflege nochmal behandeln. Das Leder wird halt definitiv weicher, es riecht angenehmer, aber die Risse werden tatsächlich bleiben. Okay, nee, alles gut, das ist ja, ihr macht ja quasi, bereitet es ja auf, ihr macht ja jetzt keine, wie du schon sagst, keine Färbung. Ich finde teilweise aber auch die Färbungen bei manchen, wenn du dich dann reinsetzt, die Färbung färbt ja irgendwann auch deine Klamotten ab, ne? Oder hast du sie? Also erfahrungsgemäß ist es so, dass es gerade in solchen Bereichen tatsächlich wirklich viel beansprucht werden, die halten halt nicht lange. Ne? Ja. Genauso wie wenn du Lenkrad lackieren lässt. Irgendwann. Alles, was viel halt in Kontakt ist, ist nicht so langwierig. Aber die Felgen werden wir auf jeden Fall wieder zum Glänzen bringen. Ich weiß nicht, ob die auch schon mal lackiert wurden. Ob die, ich glaube, das ist ein abgeplatzter Lack bei mir zum Beispiel. Ja. Ob man. Gut, wenn es abgeplatzt ist, ist es abgeplatzt, aber muss man es einmal. Macht ihr auch Motorwäsche? Wir machen auch Motorwäsche. Wir mal rechnen. Ja. Das ist ja ganz gut. Lagunen Grünmetallic, ja? Genau, der Sand ist von bei mir hinten auf dem Hof, da ist eine Stelle, da ist so ein. Eine Spielplatz, die macht Sand für Spielplatzfirma. Okay. Und die schlägt da mal Sand in die LKWs rein, wieder raus, wird gereinigt und dadurch haben wir halt bei uns hinten auf dem Hof ein bisschen mehr Sand. Gut, dieses Sand, das kriegst du ja wahrscheinlich einfach weg. Also diesen gesamten Motorraum hier, den kriegen wir wieder richtig schick hin. Ja. Die ganzen Plastikteile werden nochmal konserviert. Mhm. Und dann ist das wieder fit und schick. Ja. Das ist halt immer so die Problemzone, ja, ne? Das ist ja kaputt, das musst du neu bestellen. Genau. Aber das kannst du, wenn du es hinkriegst. Wäre cool, wenn du das abmachen könntest. Das ist, glaube ich, geklebt, ne? Das ist tatsächlich geklebt, ja. Ja. Also nur, wenn du noch die Zeit dafür hast, das irgendwie runter zu, weiß ich nicht, schaben oder kratzen. Hier, guck mal, wir geben unser Bestes. Ja. Willst du noch einmal
filmen auch nochmal den Motor rum, damit wir guten Vorher-Nachher-Vergleich haben. Ich würde sagen, wir filmen alles einfach mal so durch, wie es jetzt aktuell im Ist-Zustand ist. Ich muss dazu sagen, ich habe das Auto nur gewaschen, was anderes habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Da werden wir uns auf jeden Fall dann überraschen lassen, was der Wesley uns hier schön zaubert, ne? Genau, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, wie der Wagen jetzt aussieht. Ihr seht, ich krieg das Grinsen gar nicht mehr aus meinem Gesicht. Ich bin echt geflasht, Digga, was du gemacht hast. Unglaublich, wirklich. Also ich bin keiner, der hier schauspielert oder sonst irgendwas, wie manche andere Leute vielleicht. Aber ich habe den Wagen schon so lange und ich habe den noch nie in diesem Zustand gesehen. Also rein optisch, ja, boah, du hast mich geflasht. Der ist wirklich gut geworden. Ist krass, Alter. Also ich habe noch nie so... Guck mal, wie das glänzt, bitte, Alter. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Selbst die Scheinwerfer, die waren so ein bisschen, na gut, ich habe das Auto jetzt auch nicht so sauber gemacht dazu, aber egal, es ist krank. Also ich finde es richtig krank. Hast du echt gut gemacht. Ich könnte ja gleich noch ein paar Details gehen, aber erzähl mal. Was liegt dir auf dem Herzen? Wir haben uns tatsächlich Mühe gegeben. Ja. Du siehst. Ja, kennt man auf jeden das Fall. Das Warten hat sich gelohnt. Ja, safe. Und deine Sitze, guck sie dir an. Ja, als ich gerade rausgefahren bin schon, alleine schon dieses Feeling, wenn du es ja, anfällst. Die fassen sich jetzt auch wieder wunderschön ja, an. Ja, weiß ich. Vorher war das so rauer, sag ich mal. Das ist jetzt echt, ich habe mich schon gefragt, Alter. Ja. Genau, mit der Zeit erhärtet sich das halt alles. Ja, ja. Und anhand mangelnder Pflege vorher. Ja gut, bei mir stand der nur rum und ich habe ja, wie gesagt, nichts gemacht. Und dann kommt der halt ein bisschen wieder mal. Der Verdeck haben wir gereinigt, wurde imprägniert. Imprägniert heißt, dass sie diesen Perleffekt hat, wenn Wasser aufkommt. Genau. Halt du hast quasi eine Schutzbeschichtung hier drauf. Mhm. Und du bist eigentlich gut für den Winter gewappnet. Ja gut, im Winter kommt der in die Garage, aber... ja, aber du weißt, wie das ist, immer warm, kalt, ja, ja. Hast du Risse und hast du nicht gesehen. Wir haben uns bei der Heckscheibe viel Mühe gegeben. Ja. Das Problem bei der Heckscheibe ist, du kannst halt nicht mit aggressiven Mitteln arbeiten, du kannst da halt... keinen Druck ausüben, du kannst da halt keine Hitze. Das ist ja sehr dünnes Material, das ist ja Kunststoffscheibe. Richtig. Ja. Sieht man ja, wie weich die ist. Und deswegen musst du halt immer wirklich immer kleine Ecken probieren, ganz vorsichtig und hier ein bisschen, da ein bisschen. Ja. Aber wir haben die eigentlich im Großen und Ganzen gut aufpoliert bekommen. Gut, diese Stellen waren tatsächlich einfach so, dass wir gesagt haben. Guck mal, weißt du, was das Gute ist? Wir zeigen hier irgendwas und dann zeigen wir, okay, perfekt geworden und so. Wir spielen mit offenen Karten. Natürlich gibt es Macken, die das Fahrzeug hat. Er hat sein Bestes gegeben, aber das ist jetzt eine Macke, da und da. Die kriegst du einfach nicht gereinigt. Es ist einfach so. Das Auto ist über 30 Jahre alt. Die Sachen sind da, weiß ich nicht, eingebrannt, eingefressen oder so. Da muss halt irgendwas mal raufgelaufen sein und eine Chemie oder so. Aber nicht bei mir, das war ja schon so, als ich ihn gekauft habe. Er hat halt versucht, es wegzumachen. Ich würde sagen, zu 80% ist es auch weg. Viel besser als vorher. Für mich ist es jetzt nicht schlimm, weil ich fahre immer offen. Ja. Ich sehe die Scheibe nicht. Es ist ja ein Sommerfahrzeug von mir und ich fahre ja immer offen. Ich werde die wahrscheinlich, wenn ich das Auto jetzt noch länger behalte, was ich eigentlich vorhabe, werde ich die vielleicht bei einem Spezialisten tauschen lassen. Kann man machen. Gegen eine neue, weil ich kenne, ich hatte mal einen Smart gehabt. Mhm. Die hatten ja auch diese Cabrios mit der Plastikscheibe. Die bricht ja im Winter richtig. Ne? Weil es halt so hart ist, die bricht ja richtig. Ich werde es dann austauschen lassen irgendwann mal jetzt dieses Jahr. Aber du siehst auch, dein Lack wird so schön, wie du dich ja, da spielst. Ja, der Lack, Alter, das ist unnormal. Ich sehe jeden einzelnen. Auch wenn du es hier anfängst, die ganze... Ja, es ist wie ein Babypopo. Genau. Baumharz ist weg, Teer ist weg, ganze Umweltschäden sind weg. Das ist... Ist jetzt auf jeden Fall schick geworden. Ja, es ist wirklich mehr als so schick. Kann man machen. Heftig, ja, es ist wirklich heftig. Ja. Auch hier die Türtafel, also, ne? Ja, so kann der Sommer kommen. Digga, du hast meinen Sommer gerettet, Alter. Leute, abonniert ihn, Diamond Car Clean auf Instagram. YouTube-Kanal wird noch folgen auf jeden Fall. Dazu zwinge ich ihn, weil er macht wirklich saugeile Arbeit. Ich werde ihn dazu zwingen, ich werde ihn in den Arsch treten, dass er sich endlich mal bei YouTube anmeldet, einen Kanal macht. Ansonsten könnt ihr ihn gerne auf Instagram folgen, checkt ihn ab.
lasst ein Like da, ein Follow da. Der wird sich auf jeden Fall mega freuen, ich mich auch, weil ich finde, es gibt ja immer diese Workaholics, die haben gar keine Zeit für YouTube. Aber ich finde gerade die muss man halt manchmal sagen, ey, mach das doch mal, weil du machst deine Arbeit echt gut. Daraus kann er, also er hat halt mega viel zu tun, er müsste es eigentlich gar nicht machen, aber mich wirklich freuen, weil du bist einer, wirklich, wo ich gerne hinkomme, wo ich weiß, ich gebe mein Auto im ruhigen Gewissen ab, ich kann ruhig schlafen, ich weiß, ich stehe safe, sicher, alles, und der macht seine Arbeit richtig und ich kriege es. Ja, das ist auch wirklich wichtig, dass du natürlich mit ruhigem Gewissen dein Auto abgibst und weißt, ey, die Halle ist alarmgesichert, alles ist alles ordentlich, du siehst, was für... Also wenn ich in die Halle reingucke, da ist mein E30 vom Wert her Bruchteil gegen die anderen Fahrzeuge, die hier drin stehen. Ja? Wir wollen die jetzt nicht zeigen, aber da stehen viele hochwertige Fahrzeuge. Ja? Und ja, wie gesagt, ich fühle mich hier mega wohl. Mir macht es immer wieder Spaß herzukommen. Das ist schön. Ich habe jetzt zwar jetzt nicht die ganzen, also ich habe ja schon öfters Autos abgegeben, aber nicht so oft gefilmt. Das Auto von meiner Freundin geben wir jetzt auch ab, einfach nur zum Reinigen. Auf jeden Fall vielen Dank, Dicker. Ich danke dir. Ich würde sagen, Carporn ab.